Fedja Emelianenko ist eine absolute Legende im MMA und konnte zu seiner Bestzeit eine 28er Winstreak aufbauen, was heutzutage wirklich unglaublich ist. Im heutigen Video möchte ich mit euch mal ein paar von seinen Highlights anschauen und ein bisschen über diesen Kämpfer reden. In dem Sinne, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt, und wir gehen direkt rein ins Video. So, Freunde, let's go! Also, falls ihr die Organisation nicht kennt, das ist Pride. Die ist auch schon, boah, die ist richtig alt. Die ist, glaube ich, älter als ich sogar. Die war so von 1990 bis 2000 irgendwas, so die größte der Welt. Und die haben so in Japan und so gekämpft. Die war richtig krank. Und die Runde ging da auch noch 10 Minuten. Und da war alles erlaubt, wirklich alles. Soccer Kicks. So, hier haben wir den ersten Kampf. Boah, jetzt kommt hier was richtig Geiles. Guckt euch das an. Guckt euch jetzt an, was passiert. Hier. Boom! Das ist Kevin Randle, man. Auch so eine Heavyweight-Legende, hat auch in der UFC gekämpft. Der hat einfach Fedor hier mit einem richtig brutalen Suplex auf den Boden geschmettert. Guckt euch mal das an. Bots! Also, wie konnte er da noch weitermachen und ist nicht Knockout gegangen? Der Typ ist einfach ein Zombie. Das war heftig. Er macht direkt weiter. Hier nochmal ein Slow-Mo. Was? Voll aufs Genick. Und ihn juckt's einfach nicht. Er macht weiter. Reversed hier. Und haut eine Kimura raus. Digga. Und das Ding ist, der Typ, er hat einfach keine Emotionen gezeigt. Erinnert mich ein bisschen an Alex Pereira heutzutage, aber der war einfach so ein russischer Berserker, der einfach komplett nach vorne geht. Sein Kampfstil war wirklich so reckless. Er geht einfach rein, schwingt. Entweder knockt sein Gegner aus, und wenn er selbst angenockt wird, macht er auf dem Boden irgendwelche Faxen und submit den am Ende noch. Also, krass. Oh! Habt ihr gesehen? Der Typ hat nicht den Glove-Touch gemacht. Oh! Oh, guckt euch das an hier. Wenn der Gegner auf den Boden gehen will, submit er in ein paar Sekunden direkt immer. Zack. Oh. Was ein Kampf. Da gab es auch keine richtigen Gewichtsklassen. Das war einfach Schwergewicht, das ging bis unendlich. Also du konntest so schwer sein, wie du willst. Es war dort scheißegal. Und die Runde ging auch noch 10 Minuten hier. Bam, angenockt. Bock. Soccer Kick. Alter. Und hier ist. Oh, wie hieß der Typ? Der war auch in der UFC. Ja, ich hab seinen Namen vergessen. Die sind alle richtige OG-Kämpfer. Also, Sylvia, glaube ich, hieß. Tim Sylvia, vielleicht? Kann es sein? Er auch hier submitted. Und hier Andrei Arlovski. Den sollte auch jeder kennen. Auch UFC-Champion. Und der Knockout war auch richtig speziell. Hier, Bam Flying Knee Knockout. Einfach perfekter Konter. Hier nochmal ein Slow-Mo. Er will hier einen Flying Knee raushauen. Und Andrei Arlovski war zu der Zeit auch ein richtiger Killer. Hier, bam, rechte Hand geht durch, rechte Oberhand, und der geht eiskalt schlafen. Gute Nacht. Bong. Er war auch einfach in der Luft Knockout. Okay, und jetzt möchte ich mal zum Kampf switchen, der mich absolut geschockt hat. Das ist der hier gegen Hong Man Choi. Junge, guckt euch mal den Größenunterschied an. Alter, was? Der ist gefühlt, boah, lass mich nicht lügen, so 40 cm größer als Fedor.
Da geht ihn bis zur Brust. Hier 10 Minuten Runde, kann man hier nochmal erkennen. Alter. Der war einfach furchtlos. Der hatte vor gar keinem Gegner Angst. Und geht hier einfach direkt auf den Takedown. Und der Typ hat ihn einfach mit seiner Masse umgestoßen. Der wiegt auch bestimmt 20, 30 Kilo mehr als Feder. Er kämpft hier einfach gegen so einen Gorilla. Überlegt euch mal. Der Typ wiegt einfach irgendwas mit 160, 170 Kilo. Ja, 160. 150. Junge. Der hat hier nicht viel Technik, einfach nur pure Kraft. So ein Riese. Und hier wird die Armbar eingeloggt. Das ist so krank, ne? Krass. Er hat einfach submitted. Einfach auf seine Chance gewartet und submitted. Also MMA hat sich auch richtig weiterentwickelt seitdem, aber zu der Zeit war er einer der Besten, wirklich. Also, keiner konnte ihn das Wasser reichen. Das sehen wir hier auch an seiner Winning Streak. Guckt euch mal hier in den 2000er Jahren, wie er alle rasiert hat. Also hier 2000 bis 2010, sagen wir mal 2009, war seine Prime. Danach, ja, hat er viele Losses halt eingesteckt, aber da war er auch schon, ja, so Ende 30. Er ist jetzt 47. Ja, also, da war er halt schon aus seiner Prime raus, aber guck mal, gegen welche Namen er hier gekämpft hat zu Beginn seiner Karriere. Man kennt so viele. Hier Heath Herring, Mark Holman, Kevin Randleman, Mirko Krokop hat er auch besiegt, Mark Holman, Mark Hunt, Tim Sylvia, das sind alles Andrei Arlovski, alles UFC-Champions. Das Lustige war bei ihm, dass Dana White ihn unbedingt in der UFC haben wollte und einen Kampf, glaube ich, zwischen ihm und Brock Lesnar ansetzen wollte, aber Fedor hat einfach ein 5-Millionen-Deal. Also zu der Zeit waren 5 Millionen geisteskrank viel Geld. Einfach abgelehnt, weil er hat sich schlecht behandelt gefühlt und dachte sich dann, nö, den nehme ich nicht an. Und hat dann halt in anderen Organisationen wie Bellator zum Beispiel am Ende gekämpft oder ja, zu der Zeit war, wie hieß die Organisation noch, Affliction, die auch nach zwei Kämpfen dann geschlossen wurde, hatte da auch halt gekämpft. Und ja, also der Typ ist eine Legende. Jeder, der sich also mit MMA auskennt, sollte diesen OG kennen. Das ist für mich auch einer der Goats im Schwergewicht oder im ganzen MMA. Hat eine Ära wirklich geprägt. War einer der gefürchtetsten Kämpfer, obwohl er vielleicht nicht so aussah. Aber der war einfach ein Typ, der immer nach vorne gegangen ist und ihm war es egal, was entgegengekommen ist, er ist immer aufs Finish gegangen. Das kann man ihm wirklich anrechnen und war einfach ein komplettes Biest. In dem Sinne, Freunde, lasst mich mal eure Meinung über Fedor in den Kommentaren wissen. Ist, also jeder seiner Kämpfe war geil. Ich habe den Typen jetzt nicht direkt verfolgt, weil wo er in seiner Prime war, da war ich vielleicht 10 Jahre alt oder so. Aber trotzdem ist das wirklich crazy, wie gut er zu seiner, ja, Zeit halt war. In dem Sinne, Freunde, soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Ich bin hiermit raus, wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns wie immer in alter Frische bei einem neuen Video wieder. Haut rein, Freunde, und ciao.